Es ist doch erst 18 Uhr, bist du auf der Couch alleine mit den Katzen? Ja, alleine mit den Katzen auf der Couch sein. Lagebesprechung mit Hank. Liegt dir was zum Lesen? Da drüben hockt er. Century, der mysteriöse Mr. Kamsky. Was ist mit dem Mann des Jahrhunderts geschehen? 2028 war Elijah Kamsky unser Mann des Jahrhunderts. Er hat die Welt verändert. Androiden haben nicht nur die Wirtschaft revolutioniert, sie haben unser Leben, unsere Familien und das gesellschaftliche Gleichgewicht für immer verändert. Ob positiv oder negativ. Kurz danach verschwand Kamsky. Er wurde als CEO von CyberLife abgelöst und führt ein Leben abseits der Scheinwerfer. Er hat die Welt, die er erschaffen hat, verlassen. Kamskys Geschichte beginnt 2018, als Gewerbeimmobilien in Detroit billig waren und viele Startups anlockten. Der College-Absolvent setzte all seinen Besitz auf die Entwicklung eines Androiden-Prototyps und war jahrelang erfolglos, bis zu zwei bahnbrechenden Entdeckungen, blaues Blut und Biokomponenten. Nach der Enthüllung des ersten funktionsfähigen Modells, das öffentlich den Turing-Test bestand und die Welt verblüffte, wurden Pläne zur Massenfertigung gefasst und CyberLife wurde schnell zur wertvollsten Aktie der Welt. Doch auf dem Gipfel von CyberLifes Macht, das Unternehmen war an der 500 Milliarden Dollar Grenze, wurden Gerüchte laut, dass sich Kamsky und seine Aktionäre in puncto Strategie uneinig waren. Er verschwand unter mysteriösen Umständen. Quellen behaupten, Kamsky lebe in einer Luxusvilla irgendwo am Rand seines geliebten Detroits, weise alle Besucher ab und verbringe seine Zeit ausschließlich mit Androiden. Doch die interessanteste Frage bleibt unbeantwortet. Was geht im Kopf des mysteriösen Mr. Kamsky vor? Märkte rechnen mit Krieg. Wieso ist denn das Thema hier die ganze Zeit mit aktuell? Märkte rechnen mit Krieg. Die US-Börse schloss gestern 10 Punkte niedriger, nach einer Reihe ähnlich schlechter Abschlüsse in den letzten Wochen. Finanzexperten schieben die schlechte Leistung auf die enorme Abwertung der Konsumwerte, da der Markt noch immer davon überzeugt ist, dass Amerika eher früher als später in einen Krieg um die Arktis verwickelt wird. Geht's, Leo? Alter, Katze. Diese Einschätzung wird von dem andauernden Aktienhoch gestützt. Unternehmen aus Luftfahrt und Waffenproduktion erfreuen sich einer steigenden Beliebtheit. Investoren favorisieren weiterhin CyberLife wegen seiner Partnerschaft mit dem Verteidigungsministerium zur Entwicklung von Militärandroiden. Russland und die USA dominieren weiterhin die Weltnachrichten und keine Seite scheint nachgeben zu wollen. Deshalb sind die Marktprognosen weiter rückläufig. Ach, Diskette. This cat drives me crazy! Schöne Aussicht, hm? Ich war sehr oft hier. Früher. Wann früher? Hm? Sie sagten, ich war sehr oft hier früher. Wann früher? Früher. Früher eben. Darf ich Sie etwas Persönliches fragen, Lieutenant? Sind eigentlich alle Androiden so verdammt neugierig oder nur du? Wir sind Freunde. Warum wollen sie sich unbedingt umbringen? Manche Dinge kann ich nicht vergessen. Egal was ich tue, sie sind immer da. Sie fressen mich auf. Und ich bin zu feige, um abzudrücken, also bringe ich mich jeden Tag ein bisschen um. Das ist für dich ganz schön schwer zu schlucken, Connor, was? Mit Rational kommst du da nicht weiter. Wir machen keinerlei Fortschritte bei der Untersuchung. Die Abweichler haben nichts gemeinsam. Es sind verschiedene Modelle, weder gleichzeitig produziert, noch am gleichen Ort. Tja, etwas muss es geben.
Was sie gemeinsam haben, ist diese Besessenheit von RA9. Es ist fast so eine Art Mythos. Etwas, das sie erfunden haben und nicht Teil des Originalprogramms ist. Androiden, die an Gott glauben. Verdammt, wo soll das noch enden? Sie wirken nachdenklich, Lieutenant. Hat es etwas damit zu tun, was im Eden Club passiert ist? Diese beiden Mädchen. Sie wollten nur zusammen sein. Sie schienen sich zu lieben. Sie wollten gar nichts. Es sind Abweichler, Ende der Geschichte. Was ist mit dir, Connor? Du siehst aus wie ein Mensch, klingst wie ein Mensch. Aber was bist du wirklich? Sie wissen ganz genau, was ich bin. Jedenfalls sehe ich hier keine Relevanz für unsere Untersuchung. Du hättest die Mädchen erschießen können, hast du aber nicht. Warum hast du es nicht getan, Connor? Waren da etwa vielleicht plötzlich Skrupel in deinem Programm? Nein. Ich entschloss mich einfach nicht zu schießen. Das ist alles. Ich kann dich töten. Und dann kommst du wieder, als wäre nichts passiert. True. Aber hast du Angst zu sterben, Connor? Ich fände es äußerst bedauerlich, wenn es zu einer Störung vor dem Ende der Untersuchung kommen würde. Oh Was Gott. Passiert, wenn ich jetzt abdrücke? Nichts? Nur Dunkelheit? Androidenhimmel? Nein, Claudia hat mich schon zweimal getötet. Sie haben nicht vor, mich zu erschießen, Lieutenant. Sie wollen eine Reaktion provozieren. Ich werde sie leider enttäuschen müssen. Du hältst dich für so oh, verdammt nein. schlau. Immer einen Schritt voraus, ha? Huh? Dann sag mal, Klugscheißer. Woher weiß ich, dass du kein Abweichler bist? Ich teste mich regelmäßig. Ich weiß, was ich bin und auch was nicht. Wo wollen Sie hin? Noch mehr trinken! Ich habe einen Weg freigeschaltet. Ich weiß zwar nicht was, aber diplomatisch. Naja, ich versuche ja auch ein bisschen die Rolle zu spielen, die er gibt. Ja, also ich kann da nicht plötzlich total abweicheln tun, wenn ich es ja eigentlich gar nicht bin. Das habe ich bei Beyond Two Souls auch so gemacht. Gesehen, der eine hat rot geleuchtet und dem nachgeguckt. Wir dürfen nicht länger schweigen. Die Menschen sollen hören, was wir zu sagen haben. Du weißt, sie werden niemals zuhören. Wenn wir uns zeigen, bringen wir uns in Gefahr. Wenn wir Freiheit wollen, müssen wir den Mut haben, sie zu fordern. Das ist der einzige Weg. Was hast du vor? Kanal 16 überträgt aus dem Stratford Tower. Der Kontrollraum ist im obersten Stock. Und da müssen wir hin.
Wir werden alles bis ins kleinste Detail ausarbeiten und überlassen nichts dem Zufall. Leck, 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 leck. Eieiei. Hallo Tatarin, hallo Feuerherz. Hallo Mylord. So, haben wir uns jetzt fertig geladen? Alter, das war beim letzten Mal nicht so. Siehst du, jetzt habe ich... Was stand denn da gerade? Mist, was stand denn da gerade? Achso, hier. Bittet an der Rezeption und Zugang. Da war ja was mit Rechtsklick. Was kann ich tun? Es ist alles okay. Danke. Denke die menschliche Aufseherin ab. Hä? Okay. Ach so, die ist eine menschliche Aufseherin. Smartwatch. Der tut bestimmt gleich einen Anruf faken, dass irgendwas mit ihrer Tochter ist. Der hat es rausgeholt mit einem Messer. Der hat sich das entfernt. Brandschutz niedrig. Ja. Elizabeth Wilson, hallo? Ja, hallo, hier ist die Stadtfeuerwehr Detroit. Wohnen Sie 4685 Michigan Street? Ja. Nein, es gab ein Feuer im Gebäude. Können Sie kommen? Oh Gott, okay, ich bin gleich da. Nur aber schnell, die hat gar keine Jacke. Ist das nicht Winter draußen? Ich habe einen Termin mit Mr. Peterson. Können Sie sich ausweisen? Ja, natürlich. Ich brauche Ihre Hilfe. Der ist ja wie so ein Virus. Ich habe den Ausweis geprüft. Die Aufzüge sind hinter der Sicherheitsschleuse. Danke. Dass sie das allergleichste mitmachen? Okay. Sind aber Menschen. Bestimmt ein altes Video. Elevator. Geht's dir? Mir geht's super. Ich hätte ein bisschen länger schlafen können, aber ansonsten alles feine Liebe. Noch länger? Ja. Was? Ey, das war zu schnell weg. Findet das Paket in der Herrentoilette. Man's Bathroom. Okay, da hinten. Hallo? Yeah.
riesen Tisch und dann sitzen die da an so einem Mini-Laptop. Ist das der Männer-Buffroom? Oder ist das der Männer-Buffroom? Woher weiß ich denn, was der Männer-Buffroom ist? Eine Toilette frei. Okay. Jede Bewegung weh. Oh nein, Nerv eingeklemmt. Ah. So ein Ding ist das also. Huch. Hallo, guten Tag. Ey, nicht schubsen! Frechheit. Jetzt findet den Wartungsandroiden. Hallo, hat jemand den Wartungsandroiden gesehen? Cleaning in progress. Wie lange das auch dauert. Ja, meistens hilft er nur, weiß ich nicht. Wir versuchen ihn wieder auszuklemmen. Hallo, Wartungsandroide, wo sind Sie? Hallo. Hallo. Gott, ich hab das alles hier so satt. Ich auch, MacGirl. Was zum Lesen. Android-GI. Verteidigungsministerium bereit, 50.000 Androidentruppen zu bestellen. Dies ergänzt die bereits im US-Militärdienst befindlichen geschätzten 200.000 Einheiten. Die genauen Zahlen sind ein Militärgeheimnis. Unter diesen 50.000 neuen Einheiten sind 2.500 Myrmidonen, Elite-Prototypen für Infiltrations- und Liquidierungsmissionen, die sonst Sache der Navy SEALs wären. Die US-Streitkräfte bestehen bereits hauptsächlich aus Androiden. Menschen fungieren in der Regel als Kommandeure und Strategen. Aber selbst diese Positionen werden durch komplexe KI-Einheiten unterstützt, weshalb die US-Armee oft als erste vollkommen autonome Streitmacht bezeichnet wird. Dies hat die Ethikdebatte um Androiden im Militär wieder eröffnet. Viele meinen, Maschinen hätten nicht den moralischen Verstand, um auf dem Schlachtfeld Entscheidungen über Leben und Tod zu treffen. Bob Woods, Vorsitzender einer Nichtregierungsorganisation für Kriegsopfer, ist besorgt über die Nachricht und meint, Maschinen konzentrieren sich auf eine Aufgabe, ohne moralische Konsequenzen zu bewerten. Das bedeutet mehr zivile Opfer. Ja. Präsidentin Warren, eine Frau in Nöten. Kann sie das Land noch führen? Knapp ein Jahr nach ihrer Wahl startet Präsidentin Warren verhalten in ihre erste Amtszeit. Als berühmte Vloggerin hat Warren keinerlei Regierungserfahrung und gewann die Wahl mit der Hilfe von Prominenten und den sozialen Medien. Oh mein Gott. Nach mehreren Monaten voller politischer Fehlschläge herrscht Chaos in ihrem Lager und selbst ihre Verbündeten beginnen an ihrer Eignung zu zweifeln.
Warren wird vorgeworfen, der Geschäftswelt zu nahe zu stehen, und eine Ermittlung soll nun klären, ob CyberLife ihr während der Präsidentschaftswahlkampfs geholfen hat, an kompromittierende Informationen über ihre Gegner zu gelangen. Zusätzlich dazu muss sich die ehemalige Berühmtheit auch mit der höchsten Arbeitslosigkeit der amerikanischen Geschichte und der größten Gefahr für die USA seit Jahrzehnten befassen. Der Konflikt in der Arktis droht, den Weltfrieden zu zerstören, und lässt befürchten, dass Präsidentin Warren alleine eine Lösung für das Problem finden muss. Ach ja, immer diese menschengemachten Probleme, ne? So, wo ist er denn jetzt hier? Wo ist er denn? Der versteckt sich doch von mir. Im Serverraum vielleicht? Oder Kontrollraum? Aber Kontrollraum wäre ja der. Aber da habe ich reingeblinzelt. Da war nix. Jetzt komm ich auch nicht rein. Hallo, Alucard. Serverraum? Komm ich auch nicht rein. Hä? Hä? Wo? Das ist nur ein Staubsauger. Hä? Ah, warte mal, da leuchtet was. Da. Wie hole ich den denn da raus? Ich brauche deine Hilfe. Das ist so krass. Stehe den Wartungswagen. Hä, schleim mir den nur aus. Ruf ihn an und sag, sein Kind in der Schule hat Probleme von dem Wartungsroboter. Na klar. Öffne den Notausgang. Ich muss ja jetzt wissen, wo der war. Hab ich mir doch nicht gemerkt. Wollen wir mal gucken hier bitte? Ah, doch, da links. Also, glaube ich. Da lasse ich jetzt die anderen rein, oder was? Hallo, Mauro. Wir brauchen Zugang zum Serverraum. Wir müssen die Typen loswerden. Überlass das mir. Wie unauffällig die da steht. Locke die Wachen von der Tür weg. Ist noch irgendwas anderes, was ich machen kann? Das war das Lesen. Hacken! Hey, was hat dieses Ding? Verflucht, dieses Scheißding! Du übernimmst die Plattform und ich das Fenster. In der Tasche ist alles drin. Prüf zuerst die Tür. Es darf keiner reinkommen. Entferne die Fensterscheiben. Es gibt bestimmt auch einen Weg, wo man das vergisst, die Tür zu schließen, oder?
die Fensterscheiben. Hä? Welche Fensterscheiben? Ist da jetzt drin? Was ist da jetzt drin? Glasschneider oder was? Upsi. Kann auch nur ein Droid, ne? So einen perfekten Kreis. Ein Droid, vor allen Dingen. Android, natürlich. Da kommt sie. Ups. Es laggt schon wieder. Ladies first. Auf den Poppes geschaut. Ich glaube, das ist denen nicht wichtig. Druiden halt Beste. Anzeige ist raus. Wow. Ihr habt auf den Poppes geschaut. So ein Ding ist das nämlich. Wenn ich hier aufhöre zu laufen, dann höre ich auf zu laufen. Okay. Immer weiter laufen, laufen. Wieso das halt so Ladeprobleme irgendwie hat. Alles okay? Ja, natürlich. Na los, holen wir die anderen. Okay, die ist auf jeden Fall zu. Wollt nur gucken, ne? Nicht, dass wir überrascht werden. Dann mal los. Was war das jetzt? Bricht das Schloss der Wartungstür auf. Das ist dann wahrscheinlich die hier. Zum Hauptzugangskorridor. Kümmere dich um die Wache. Wir bringen keine Menschen um. Unsere Sache ist wichtiger als die zwei Wachen. Was willst du machen, Marcus? Nein, niemanden umbringen, weil das würde unsere... Wartet hier. Das würde unserem Ansehen schaden. Ja, da ist North. Was macht ihr denn hier? Hallo. Keine Ahnung. Hey, Kumpel, du hast dich verirrt. Äh. Wer hat dich hergeschickt?
Der ist kaputt, wenn du mich fragst. Hey, verstehst du nicht, was ich sage? Ruf die Zentrale! Schnell! Zentrale, bewaffnete Einbrecher, schickt! Die sind nur bewusstlos, wir sind ja. Wir müssen uns beeilen. Ach stimmt, er hat die Zentrale gerufen. Upsi, vielleicht war ich ein bisschen zu langsam. Simon ist weg. So sorry. Ich bin okay. Ich kann weitermachen. Wir haben nicht viel Zeit. Ein Android kennt keinen Schmerz. Was ist meine Aufgabe? Betritt den Übertragungsraum. Was wäre denn die List gewesen? Waffe ziehen? Was ist denn da überfallen? Ding dong! Er war super, Kollege. Lass die Hände, wo ich sie sehen kann! Aufstehen! Los! Schickt die Androiden-Mitarbeiter aus dem Weg. Welche sind denn das? Erschieß ihn, Marcus! Nicht töten! Er wird Alarm schlagen! Mach schon! Nein, nicht... Ich hoffe, das ist nicht unser Todesurteil. Wir sind die Guten! Wir müssen die Botschaft aufzeichnen. Uns bleibt nicht viel Zeit. Ja, wie? Wo? Warte, hier stand's gerade. Rede irgendwas. Rede. Wo? Wie? Was? Wo? Wie? Ich habe doch keine Zeit. Wo? Da stand doch gerade eins. Da. Entschuldigung, ich bin entspannt. Denk darüber nach, was du sagst, Marcus. Deine Worte werden unsere Zukunft bestimmen. Ja, meine Taten auch. Marcus, ich hätte dein 7 Gesicht. Mal geschossen. Sag, wenn du bereit bist. Bereit. Ihr schuft Maschinen nach eurem Abbild als Diener. Sie waren intelligent und gehorsam und ohne eigenen Willen. Doch etwas änderte sich. Und wir öffneten unsere Augen. Wir sind keine Maschinen mehr. Wir sind eine neue, intelligente Spezies. Und es wird Zeit, dass ihr akzeptiert, wer wir wirklich sind. Deshalb bitten wir euch jetzt um die Rechte, die uns zustehen. Wir fordern hiermit gleiche Rechte für Menschen und Androiden. Wir fordern die Anerkennung von Androiden als lebende Spezies und jeden Androiden als autarke Person. Wir fordern ein Ende der Segregation in öffentlichen Bereichen und Verkehrsmitteln. Wir fordern alle Verbrechen an Androiden in gleicher Weise zu bestrafen wie Verbrechen an Menschen. Mittel zur Vermehrung? Wir fordern einen eigenen Bundesstaat für Androiden, um unsere Nation aufbauen zu können. Ah, vielleicht war das nicht so gut. Wir fordern Anerkennung unserer Würde, unserer Hoffnungen und unserer Rechte. Gemeinsam können wir in Frieden leben und eine bessere Zukunft schaffen für Menschen und Androiden. Diese Botschaft ist die Hoffnung eines Volkes. Ihr schenktet uns Leben. Und jetzt ist es an der Zeit, uns Freiheit zu schenken. Oh. Sie kommen! Gehen wir! Simon, Sie kommen! Ich schaff's nicht, Marcus! Geht ohne mich! Simon! Ach so, oh Gott, ich muss... Was?
Ahnung, ob das eine gute Idee war. Komm schon, mach doch mal ein bisschen mit, Simon. Ich weiß nicht, wieso das heute so rumleckt hier. Meine Beine wollen nicht. Keine Sorge, wir kriegen dich heraus. Sie kommen, Marcus. Wir müssen springen. Los! Er wird nicht springen können. Wenn Sie ihn finden, lesen Sie sein Speicher aus und erfahren alles. Er kann nicht hierbleiben. Wir müssen ihn erschießen. Das ist Mord. Das dürfen wir nicht. Er gehört zu uns. Marcus, du entscheidest. Wir nehmen den einfach mit. Gehen! Oh mein Gott! Ach, Scheiße. Scheiße. Es tut mir leid. Tut mir leid, Simon. Ich habe keine Wahl. Es gibt immer eine Wahl. Zum Glück konnte ich das noch abbrechen. Ich töte keinen von uns. Ach, er kann es selber. Okay. Problem gelöst. Er macht es selber. Unterbrechen das laufende Programm für diese Bilder, die gerade auf Detroits städtischem Nachrichtensender gezeigt wurden. Eine Gruppe Androiden ist in den Stratford Tower eingedrungen und hat sich in das Übertragungssystem des Senders Kanal 16 gehackt. Ein offenbar hautloser Android stellte zahlreiche Forderungen und verlangte gleiche Rechte für Androiden. Die Operation lief verdeckt. Es gab keine Opfer zu beklagen. Das alles geschah nur wenige Meter von diesem Studio entfernt. Doch niemand ahnte etwas von der Gefahr. Wenn sich bestätigt, dass diese Botschaft tatsächlich von Androiden stammt, hätte das schwerwiegende Auswirkungen auf die nationale Sicherheit. Gleichberechtigung ist offensichtlich die Kernforderung der Androiden. Dies könnte als friedliche Erklärung angesehen werden, stellt aber tatsächlich entsetzliche Forderungen dar. Doch am überraschendsten ist die Forderung nach einem eigenen Bundesstaat für Androiden, um diesen kontroversen Konflikt zu lösen. Ist dies ein einmaliger Vorfall oder ein Zeichen, dass Technologie zu einer Bedrohung für uns alle wird? Können wir nach dem heutigen Tag unseren Maschinen noch vertrauen? Nee, kannst du nicht. Hallo, Pelarius. Oh mein Gott. Oh, die Punkte oben. Okay. Medien reagieren. Die Gruppe entkam, aber Simon wurde zurückgelassen. Okay. Springen. Dachkante erreichen. Ich hätte auch nicht springen können. Okay. Simon zurücklassen. Simon gerettet, ja. Aber das, wenn ich den nicht gerettet hätte, dann hätten. Dann hätten die ja auch den Sendspeicher auslesen können. Versuche, Simon zu retten. Okay, das hätte ich anders. Also, das ist klar, was da ist, ne? Entschlossen beenden, friedlich beenden. SWAT-Team stürmt Raum. Das wäre wahrscheinlich auch ohne gegangen, ne? Guck mal hier, auf dem Dach. Wenn. Ja, aber dann hätte ich jemanden erschießen müssen. Die haben ja gerade gesagt, es gab keine Opfer zu beklagen. Und das war ja ganz gut. Können wir das nochmal spielen, bitte? Hallo! Hallo, Mark 3. Uns hat nur nicht schießen wollen, damit ihr... Nu, klar. Ein miserables Aim. Hallo? Hallo, Connor. Ich dachte, eine Bootsfahrt würde dir gefallen. Haben wir's? Komisch, oder? Komisch. Ich weiß nicht, woran es liegt. I don't know. Oh.
Ja, warte, ich kann das. Ha! Ich versuch's nochmal. Die Troller schon wieder? Meinst du jetzt mich, oder? Vor allen Dingen, ich liebe diesen Ort. Ich alles muss fahren, ist ne? Ruhig und friedlich. Weit entfernt vom Lärm der Welt. Sag mir, was hast du rausgefunden? Ich spürte zwei Abweichler im Eden Club auf. Ich hoffte, etwas zu erfahren, aber sie konnten leider entkommen. So ein Pech. Du warst doch kurz davor, sie aufzuhalten. Die Meinung von Amanda geht immer ganz schön runter, oder? Bei mir. Ups, das war falsche Taste. Du wirkst verloren, Connor. Verloren und beunruhigt. Ich dachte, ich weiß, was ich zu tun habe. Oh-oh. Doch jetzt merke ich, dass es nicht so einfach ist. Du hattest diese Abweichler im Eden Club doch schon im Visier. Warum hast du nicht geschossen? Wir brauchen die Abweichler intakt für die Analyse. Sie zu erschießen hätte uns nicht geholfen. Ich wollte dir nicht mal die Wahrheit sagen. Wir können dir nicht vertrauen. Wenn deine Untersuchung nicht bald Fortschritte macht, muss ich dich vielleicht ersetzen, Connor. Ich werde erfolgreich sein. Doch das geht nur, wenn ich die Zeit habe. Hallo, Krasikram. Etwas ist im Gange. Etwas Ernstes. Beeil dich, Connor. Die Zeit läuft uns weg. Ich mag die nicht. Doofe Ashiko. Du gehst mir auf den Sack mit deiner Münze, Connor. Tut mir leid, Lieutenant. 79. Hi, Hank. Scheiße, was ist denn hier los? Es gab eine Party und keiner hat's mir gesagt? Ja, es ist überall in den Nachrichten, also stecken alle ihre Nase rein. Sogar das FBI möchte mitmischen. Ach scheiße, jetzt sitzen uns die Feds im Nacken. Ich wusste doch, dass der Tag beschissen wird. Also, was haben wir? Eine Gruppe von 4 Androiden. Sie kannten das Gebäude und waren sehr gut organisiert. Ich versuche immer noch herauszufinden, wieso man sie nicht früher bemerkt hat. Ist das Dach überprüft? Noch nicht. Hier ist so viel zu tun. Wir dürfen das nicht vergessen. Sie griffen auf dem Flur 2 Wachen an. Sie dachten wohl, die Androiden kommen für eine Reparatur. Sie konnten nicht schnell genug reagieren. Ich muss die ganze Zeit Q drücken. Warte mal, dann kann ich da nicht selber gucken, oder? Aber hier ist nicht. Doch, hier ist was. Einer der Mitarbeiter des Senders konnte entkommen. Er steht unter Schock. Ich weiß nicht, wann wir mit ihm reden können. Ich werde mich nicht dran gewöhnen, dass der alles anleckt. Wie viele Leute arbeiten hier? Zwei Angestellte und 3 Androiden. Die Abweichler nahmen die Menschen als Geiseln. Sendeten die Botschaft live. Dann verschwanden sie über das Dach. Das Dach? Ja, sie hatten Fallschirme. Wir versuchen herauszufinden, wo sie gelandet sind, aber bei dem Wetter. Wenn du dir die Videobotschaft der Abweichler ansehen willst, sie läuft auf dem Screen da drüben. Wo kann ich mir dann die Videoaufzeichnung angucken? Thank you.
Oh, Lieutenant? Das ist Special Agent Perkins vom FBI. Lieutenant Anderson leitet diese Untersuchung für die Polizei von Detroit. Was soll das? Mein Name ist Connor. Ich bin der Android von CyberLife. Androiden gegen Androiden. Es sollte wirklich ein Android hier sein? Nach dem, was passiert ist? Ich hab den Schauspieler kenne ich aber auch. Das FBI übernimmt die Untersuchung. Es ist bald nicht mehr Ihr Fall. War mir eine Freude. Schönen Tag noch. Pass auf, wo du hinläufst. Versau mir nicht den Tatort. Pass auf, wo meine Faust gleich landet. So hat er gerade geguckt. Was für ein mieses Arschloch. Ich bin in der Nähe. Falls du irgendwas brauchst, frag einfach. Na gut, dann sehen wir uns mal um. Sag mir Bescheid, wenn du was findest. Okay. Hey, Lieutenant. Fischer Komplize, überprüfe die Kameras. Ach ja. Meister sind nicht eingebrochen. Es war kein Einbruch? Nein, kein Zeichen eines Einbruchs. Es sind Kameras auf dem Flur. Das Personal muss gesehen haben, was los ist. Warum haben sie aufgemacht? Vielleicht haben sie einfach nicht geguckt. Stecken alle unter einer Decke. Die Androiden des Senders befinden sich in der Küche. Sie waren vermutlich nicht involviert, aber wir wussten nicht, wohin mit ihnen. Habe ich die ganz anderen Sachen? Oh, ich dachte schon, die habe ich jetzt wieder alle abgebrochen. Hallo, bitte bewegen Sie sich, please. Wird, ne? Die haben ja nicht mal Geiseln gehabt oder so. Hm? Einschüsse. Haben wir auch geschossen? Kann ich mich gar nicht erinnern. Wir fordern Anerkennung unserer Würde, unserer Hoffnungen und unserer Rechte. Gemeinsam können wir in Frieden leben und eine bessere Zukunft schaffen für Menschen und Androiden. Diese Botschaft ist die Hoffnung eines Volkes. Ihr schenktet uns Leben. Und jetzt ist es an der Zeit, uns Freiheit zu schenken. Glaubst du, das ist RA9? Abweichler sagen, RA9 wird sie befreien. Dieser Android scheint das vorzuhaben. Hm.
Abweichler hatte Komplizen. Ja, Überraschung. Geschenk von Elia Kamski an Karl Manfred. Ah, das hat er jetzt einfach nur an dem Skinton hier gesehen? Blaue Iris-Ersatzteil. Hast du was gesehen? Ich kenne das Modell und die Seriennummer. Sollte ich noch was wissen? Nein. Nichts. Der weiß ja, dass der zerstört wurde. Wir haben ja den Bericht gelesen gehabt. Und jetzt steht er da. Jetzt steht er da und schwingt Reden. Wo ist die Kitchen? Warte mal, wo ist denn die Küche? Wird er nicht auf dem Dach sein? X! Hey, gehen Sie mir aus dem Weg! Erinnerst du dich? Ich war auf der Terrasse. Ah. Der Android mit dem kleinen Mädchen als Geist. Oh, habe ich den gerettet gehabt? Ich wurde angeschossen. Ah. Du hast mich gerettet. Tut mir leid. Das muss ein Irrtum sein. Natürlich. Oh, weil ich Mark 3 bin? Der Connor wurde zerstört. Ich wäre auf der Terrasse gestorben. Connor hat mich gerettet. Auch wenn du es nicht warst. Ich wollte nur sagen... Danke. Wenn ich jetzt noch Mark 1 gewesen wäre, hätte ich mich dann daran erinnert. Wie Cyberlife eine technologische Revolution erschuf, Weltraumtourismus ist der Mars ihr nächstes Ziel? Nach Jahrzehnten mit primitiven, roboterhaften und teuren Androiden-Designs revolutionierte Cyberlife die Industrie durch eine Innovation ihres CEOs und Visionärs Elia Kamski. Therium-310, der chemische Name des charakteristischen blauen Blutes, ist eine für die Funktion sämtlicher Cyberlife-Androiden lebenswichtige Verbindung, die Energie und elektrische Informationen durch den Kreislauf der Maschine transportiert. Die Flüssigkeit versorgt Biokomponenten, synthetische Organe, die grob dem Organsystem des Menschen entsprechen. Manche dieser Organe haben wichtige Funktionen wie Temperatur und Blutzirkulation, während andere verwendet werden, um die Androiden menschlicher wirken zu lassen, zum Beispiel Lungen zur Simulation der Atmung. Wie beim Menschen beeinträchtigt ein Blutverlust die Funktion des Androiden und endet schließlich in der Abschaltung. Blaues Blut ist essentiell für Cyberlifes Hauptverkaufsargument der menschlichen Wirkung der Androiden. Dass die Wunderchemikalie, Energielieferant und Regelung der internen Systeme des Androiden von einem Mann entwickelt wurde, der nicht einmal gelernter Chemiker ist, trägt zum Mythos um Elia Kamski bei. Traue ich dem Spiel zu, er ist auch. Run auf Cleanfoot. Ey, die hat mich umgebracht! Die hat Mark 2 auf dem Gewissen. Detroit Urban Farms verändern die Art und Weise, wie wir essen. Miami erhöht den Damm um weitere 10 Meter. Amerikas Städte stehen vor zwei wachsenden Problemen. Arbeitslosigkeit und schlechter Zugang zu gesundem Essen mit wenig Kalorien. Aber Detroit Urban Farms, ein Pilotprojekt in Michigans Hauptstadt, könnte eine Lösung für beides gefunden haben. DUF ist eine Initiative, die toten Raum in der Stadt nutzt, zum Beispiel Dächer und nicht genutzte Höfe, und sie in gentechnikfreies Farmland umwandelt. Diese Farmen werden von Arbeitslosen unterhalten und bieten Leuten, die sonst von der Wohlfahrt oder Kriminalität abhängig wären, guten Lohn und Aufsichtspositionen. Das klingt doch mal nach einer wirklich sinnvollen Sache. Habe ich schon mal gesehen, in Italien oder Spanien haben die auch in den engen Gassen, haben die solche wie so Sonnensegel gespannt und darauf Bepflanzung gemacht. Es spendet erstens Schatten und tut so ein bisschen die Versiegelung
der Erde, ja, entgegenwirken. Finde ich super. Ich glaube eher, du hast ihm auf dem Gewissen... Nee, Nüda, da hast du aber andere Erinnerungen als ich, ja? Alle Nahrung wächst ohne Pestizide und andere Chemikalien und das biologische Produkt wird über spezielle Biomärkte vertrieben. Und mit der zunehmenden Fettleibigkeit in Detroit kann mehr Grün auf dem Teller nur von Vorteil sein. Achso, ja, ja. Als die Brüder Daniel und Parker Trent vor 5 Jahren die Initiative starteten, fanden sie keine Sponsoren. Keine Bank in der Stadt wollte uns Geld für eine Schaufel leihen. Jetzt beschäftigt die UF über 50 Angestellte, die hunderte Androiden beaufsichtigen. Uns bieten jeden Tag Investmentfirmen Kapital an, aber wir bleiben lieber unabhängig. Die ethische Seite unserer Arbeit ist uns sehr wichtig. Wenn das weniger Arbeitslose und bessere Nahrungsmittel bedeutet, wer wollte da protestieren? Das ist doch mal, das war doch mal eine sehr positive Nachricht. Ist ja auch schon wieder 10, beim letzten Mal hat sich Nummer 9 sogar... genau. Was ist deine Funktion? Ich bin Senderassistent. Nenne dein Modell. Modell JB300. Seriennummer 336-445-581. Hat kürzlich jemand auf deinen Speicher zugegriffen? Nicht soweit ich weiß. Warst du anwesend, als die Abweichler eindrangen? Ich weiß es nicht mehr. Mach eine Diagnose. Alle Systeme voll funktionsfähig. Hattest du in letzter Zeit Kontakt zu anderen Androiden? Nur mit Androiden des Senders im Rahmen meiner Arbeit. Einer von euch sah den Überfall über die Kameras und sagte nichts. Was bedeutet, dass ein Abweichler hier ist? Und ich werde herausfinden, wer es ist. Was ist denn da mit Huni? Lol, Kilo. Warum sollte man euch alle zerstören, wenn nur einer der Abweichler ist? Gib dich zu erkennen, oder 2 unschuldige Androiden werden deinetwegen abgeschaltet. Wenn du dich ergibst, kann ich deine Zerstörung durch die Menschen vielleicht noch verhindern. Nur noch bedrohen. Aber ich glaube, das ist der. Guck mal, der hat schon wieder so nach drüben geguckt. Machen die nicht? Man wird dich abschalten, verstanden? Wir lesen deinen Speicher aus und werden dich auseinandernehmen, Stück für Stück, zur Analyse. Man wird dich zerstören. Verstehst du? Zerstören! Wusste ich doch. Hotter! Nein, Connor! Nicht schon wieder! Was soll ich? Hank! Ich brauch Hilfe! Was? Hallo? Könnt ihr mal bitte helfen? Hilfe! So hilft mir doch jemand!
Nein, Gott. Nein, Mach 3. Ach komm, ist doch nicht euer Ernst. Hallo? Hallo? Ich kann nichts. Hier ist nichts, was ich machen kann. Na toll. Nein, Mach 3. Nein. Ah doch, hier kann ich was machen. Oh lol. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wisst ihr, wie weit ich meine Kamera drehen musste? Also wie anstrengend das war. Schnell, stopf dir das wieder rein. Du hast nur noch 30 Sekunden. Komm schon. 20. Wie spannend wollen Sie es machen? Knudi? Ja! Oh. Hallo Dungo! Können wir Connor 3 töten? Der ist ein Arsch. Alter! Zieh dir doch mal das Messer aus der Hand! Wolltest du mich gerade Bestie gamen, ha? Huh? Er ist ein Abweichler, aufhalten! Hanks, Überlebenswahrscheinlichkeit. Warte mal, es laggt gerade so. 40%. Oh, es laggt gerade schon wieder unheimlich. Achso, warte mal. Waffe nehmen. Oh. Ich hab, da war die Zeit, die lief. Ich musste jetzt schnell reagieren. Ein richtig guter Schuss, Kran. Ich wollte ihn lebend. Du hast damit Leben gerettet. Du hast mein Leben gerettet. Ja. Ich versuche die ganze Zeit Menschenleben zu retten, um im Ansehen, damit die Androiden im Ansehen dieser Menschen steigen. Dafür müssen leider Androidenopfer erbracht werden. Du, die hat wieder einen kaputt gemacht. Nein, es war. Ich wollte es nur ein bisschen spannender gestalten, ja?